Wir machen einen Themenwechsel und kommen zu Bauen und Wohnen. Im Februar fand nämlich diese Messe wieder statt und wir haben uns bei der Energieberatung der Salzburger AG erkundigt, was es in diesem Jahr Neues gibt. Einer der vielen Trends für die kommenden Jahre ist der Trend hin zum Niedrigenergiehaus. Aber auch die Wärmepumpe in Verbindung mit einer PV-Anlage, also mit einer Photovoltaikanlage, wird uns noch beschäftigen. Aber das war noch nicht alles. Wesentliche Trends in der Messe waren die nachwachsenden Rohstoffe für die Dämmung, also anstatt von Styropor, Hanf, Kork oder auch Wolle. Weiterer wichtiger Trend war nicht mehr die eine große Heizungspumpe, sondern viele kleine Heizungspumpen, die zum Beispiel direkt am Heizkörper montiert sind. Ein weiterer Trend ist und bleibt die Nutzung erneuerbarer Energie, sprich Photovoltaik, Strom zu Hause und fürs Haus. Und hier gibt es große Innovationen hinsichtlich der Speicherung des Stroms, um ihn dann zu verwenden, wenn man ihn braucht und nicht dann, wenn er erzeugt wird. Auch beim Sanieren eines älteren Hauses zeichnen sich Trends ab. Also immer häufiger erleben wir das Sanieren bestehender Altbau und ein neuer Zubau, das in einer guten Art und Weise zu lösen. Und in der Sanierung ist sicher ein Trend die Wärmepumpe, sehr oft eine Luftwärmepumpe, die dann die neue Heizung darstellt. Ein weiterer wichtiger Trend sind Niedertemperatursysteme, Fußboden- und Wandheizungen, die also mit der Wärmepumpe sich sehr gut kombinieren lassen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren und einen Termin mit einem Energieberater der Salzburger AG ausmachen. Der Energieberater ist ein Fachmann oder eine Fachfrau und das ist die Chance, bevor man Fehler macht, also in der Planung eines Projektes bereits die richtigen Schritte zu setzen, damit dann das Eigenheim so wird, wie man sich es erträumt. Heimelig, hoher Wohnkomfort und mit sehr, sehr niedrigen Energiekosten. Der konkrete Anlass in meinem Fall ist, dass ich mit meinem Mann zusammen jetzt ein Haus baue und wir wollen uns informieren, dass wir es richtig machen können, auch in Bezug auf Energiesparen. Man muss einmal an die Umwelt denken, welche Systeme gibt es in Bezug jetzt auf Heizsysteme, worauf soll man achten, dass man erneuerbare Energieträger zum Beispiel nutzt, verschiedene Dämmsysteme, was ist sinnvoll und die Energieberatung zum Beispiel ist da eine richtige Anlaufstelle dafür. Die Kontaktdaten für eine Energieberatung finden Sie wie immer im Internet. Auch im Energieshop der Salzburger AG gibt es übrigens Neues und wie immer geht es hier um Sparen. Dieses Wassersparset kann man verwenden in der Küche, also im Wasser in der Küche, im Badezimmer oder in der Dusche oder für Badewannen. Und es besteht aus verschiedenen Teilen. Wir haben da die Durchlaufregulierer dabei und das Duschset. Und es reduziert eben den Wasserverbrauch und insbesondere auch den Energieverbrauch, wenn man weniger Warmwasser braucht. Man spart also Kosten, ohne einen Komfortverlust zu haben. Unser zweites Produkt ist die Softlight-Glühbadenlampe. Die ist besonders geeignet für große Räume bzw. Räume mit hohen Decken. Und sie leuchtet die Räume wunderschön hell aus. Sie gibt ein ganz wunderschönes 360 Grad Rundumlicht. Beide Produkte und vieles mehr können Sie übrigens im Internet bestellen.